Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Star Wars Basis Gaming in Lego Star Wars, die komplette Saga. Wir spielen Episode 6 weiter, mit der Story sind wir fast durch. Wir haben hier noch die Schlacht um Endor, das ist Kapitel 4, dann noch 5 und 6. Mal schauen, ich vermute mal, die Schlacht um Endor wird die Bodenschlacht sein mit Han und Leia. Bin ich mir aber nicht sicher. Ja, sieht sehr danach aus. Ah, und auch noch Luke. Dann wird wahrscheinlich das Duell zwischen Luke und Vader kommen. Und dann, ach, Chewbacca. Nein! Und dann wird vermutlich... ach, dieser Degoma. Dann wird vermutlich die Raumschlacht kommen. Oh, C-3PO als Gottheit. Um ehrlich zu sein, an das Duell und an die Raumschlacht kann ich mich ein wenig erinnern, an diesen Level bisher überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich hier erstmal im Ewok-Dorf und dann später nochmal mit diesen Schildern. Okay, ja, da kommt was. Da kommt langsam was. Die Ewok sind zu gut. Aber naja. Und wenn dieses Video hier rauskommt, ist es etwas mehr als eine Woche und dann kommt Lego Star Wars die Skywalker-Saga raus. Ich freue mich so, so sehr auf das Spiel. Ich meine, erste Gameplays und so sind da natürlich jetzt schon erschienen und so. Aber das ist mir egal. Ich versuche das... das hat jetzt war ein bisschen gelaggt. Oh nein, Luke ist jetzt schon weg. Das ist ja mies. Ich versuche da relativ frisch an das Spiel dran zu gehen. Weg mit den ganzen Sachen. Und das wird hier natürlich geletzplayt. Also, Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Da sind wir hier mit der Story, mit dem Spiel auf jeden Fall durch. Wir werden nur wahrscheinlich halt keine 100% geschafft haben. Das wird, denke ich, schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob wir heute das Spiel zu 100% durchspielen, ob wir nur diesen einen Level machen. Das kommt ganz darauf an, wie lange das alles dauert. So. Ist das jetzt eine Sache von R2? Oh mein Gott. Immerhin Minikit. Ich nehme mal das Geld, aber R2 kann natürlich hier... Warum werde ich jetzt hier so heiser? Das ist ja mies. R2 kann das natürlich nicht machen. Okay. Vielleicht müssen wir da jetzt gerade gar nicht weiter. Das ist alles nur mit der Macht möglich. Bauen wir das mal auf und gucken, was hier passiert. Ja, Chewbacca. Oh mein Gott. Hier hätten wir drauf gerüstet werden sollen. Unschönes Detail. Nein, ich... Ja, komm, dann kannst du Chewie auch eben zu Ende hauen. Kann man den Topf hier nicht zerstören? Wir erkunden hier einfach erstmal ein bisschen... Was ist mit der Lampe? Nein, die muss auch ein Jedi sich nehmen. Schießen wir das hier mal frei, bitte. Han. Gibt es hier drin irgendwas Cooles? Ah, nimm erst das Geld mit. Das Geld ist zu wichtig. Aber hier drin scheint sonst nichts zu geben. Wow. Weiter. Da hinten ist was explodiert, was natürlich auch wieder Geld gibt. Alles Geld mitnehmen. Nein! Schade. Einmal kurz gucken, gibt es hier hinten irgendwas Geheimes? Haha! Immerhin ein Tausender. Immerhin. Gucken wir mal. Das muss weg. Schon. Das Geld. Oh. Gibt es hier hinten ein Minikit? Nee. Aber ein Tausender. Nimm ich. Den will ich gar nicht verachten hier. Hier weiter drauf schießen. Irgendwo hier muss doch was sein, oder? Das vernichten, das vernichten. Und dann... Das ist gameplaymäßig interessant, dass man hier dann auch die ganze Zeit Ewoks da rauslaufen sieht. Damit man weiß, okay, ich habe selber einen Ewok, den wir spielen können. Wir haben Wicket hier. Der kann auch dadurch. What? Wer ist da? Ist da Leia runtergefallen? Leia ist runtergefallen. Okay. Wicket, nimm das Geld. Nimm das Geld. Und weh, du behältst das selber. Das gehört uns allen. Das wird durch uns alle geteilt. So. Zerstör das hier. Sehr schön. Das kann man, glaube ich, nicht zerstören. Aber wir kommen hier zu einer neuen Ebene. Komm, schieß da drauf, Leia. Vernichte alles hier. Und sammle dann das Geld ein. Da brauchen wir 3 PO. Aber hier überall das Geld mitnehmen. Denn auch wenn wir nicht vor Lego Star Wars die Skywalker Saga alles Geld
nicht alles Geld, sondern 100% das Spiel schaffen. Irgendwann hätte ich das schon gerne zu Ende zu 100% Let's Played. Wie gesagt, einmal habe ich es geschafft. Auf der originalen Xbox, auf der Xbox 360 Version, habe ich dann 99,9% geschafft und nicht weiter. Und irgendwann habe ich auch so sehen meinen Spielstand überschrieben oder den USB-Stick überschrieben. Ich glaube, ich habe den USB-Stick überschrieben, den ich zum Speichern der Spielstände genutzt habe. Das war nervig, aber dieses eine Bonus-Stadtlevel habe ich nie geschafft. So, was ist das jetzt? Ah, die Brücke da drüben, okay. Da kommen wir weiter. Sehr gut. Zerstören, alles zerstören. Oh, hat nicht viel gebracht, aber besser als nichts. Hier runter bitte. Okay, mehr Zerstörungswut. Die Hälfte des Geldes einfach runterfällt, ne? Da man hier jetzt keinen Stunt-Magnetismus hat, kriegt man das alles nicht. Das geht alles voran. Oh mein Gott, hier kommen Gegner. Das ist jetzt hier irgendwie gerade zu viel, aber das Power-Up. Magnetismus! Zerstör hier alles. All die Teile zerstören, wo die raufkommen. Auch nochmal. Ich meine, wenn die unendlich kommen würden, würden wir auch unendlich Geld kriegen. Dadurch, dass wir hier Charaktersteine anhaben. Aber trotzdem. Hier geht's ums Prinzip. Die Dinger müssen noch zerstört werden. Hör doch auf, deine Freunde hier zu töten und zerstör lieber die Teile, die zerstört werden sollen. Das ist doch bescheuert. Dass der die nicht selber anvisiert. So, dann brauchen wir noch einmal Wicked, der hier bitte rauf geht. Und einmal Geld einsammelt. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Und okay. Dann ist es nicht das, sondern wir brauchen das und müssen das raufschicken. Oder halt so. Ist dann andersrum. Einmal hier das Geld noch einsammeln. Der Level muss aber lange sein, wenn jetzt hier 22.000 und wir haben wahrscheinlich nicht mal wirklich 20% von Vara Jedi geschafft. So, jetzt aber Wicked, bitte. Und das Ding hier umlegen. Ich habe so das Gefühl, das könnte ein einziges Level für diese Folge bedeuten. Müssen wir mal gucken. Noch ein Stückchen. Und rein damit. Sehr gut. Damit kriegen wir hier unseren Aufzug. Und kommen jetzt wahrscheinlich in die Nähe der anderen Imperialen. Leia, komm. Hopp, hopp. Düb, 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 düb. Sehr gut. Oh mein Gott, die Schlacht geht los. Die Schlacht geht los. So, irgendwie komplett ohne Cutscene. Ist das irgendwie ein bisschen komisch, aber gut. Alles Geld einsammeln. Oh, wir haben hier zu viel zerstört. Zu viel zerstört, zu wenig Geld eingesammelt. Aber wir haben ja wie gesagt die Charaktersteine. Und ich habe so ein Gefühl, dass hier teilweise auch Gegner unendlich kommen. Deswegen das noch ein schnell. Schieß mal darauf. Nein, du sollst hier bitte die beiden Trooper angreifen. Okay, das Geld schnell einmal nehmen. Und dann alles wegfetzen, was es hier noch so gibt. Schreibt natürlich wie immer auch euer Feedback unten in die Kommentare, wenn es was gibt, was euch hier gefällt oder nicht gefällt. Möchte ich das gerne lesen. Ich lese mir jeden Kommentar durch. Ich schreibe nicht unbedingt jedem Kommentar zurück, aber ich lese mir jeden einzelnen Kommentar durch und gucke so, was ihr zu den Sachen so sagt auf jeden Fall. Und wir müssen mal gucken. Einmal kurz das aufbauen. Alles eingesammelt. Oh mein Gott, es hört nicht auf. Überall gibt es viel zu entdecken und das hier scheint aber nur ein Minikit zu sein. Die roten Steine würden mich momentan mehr freuen, wenn wir mehr von denen finden würden. Die roten Steine sind meistens nützlich, ja. Die kann man dann ja kaufen und dafür dann hier so Extras freischalten, wie eben diese Charaktersteine oder das Gratisgeld, was wir uns hier schon erspielt haben. Schauen wir mal. Hier kommt wieder ein bisschen Geld raus. Sehr gut. Ah, das Drehen. Oh. Wicked, du musst dich da aber draufstellen. Sonst kommst du da wahrscheinlich nicht hoch und dann dreht dich jemand. Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht kannst du da doch hochspringen. Gucken wir mal. Hm.
Jawohl, das hat funktioniert. Drauf da. Und damit kann Hahn jetzt... Yes, sehr gut. Dann möchte ich bitte wieder Hahn Solo sein. Der kann am schnellsten und am weitesten springen. Drei hier. Oh nein, nicht da drüben schon die Sachen... Ach, man kann da doch rüber. Ich dachte... Naja. Komm, sammeln das ein, bevor es weggeht. Oh, nicht da. Nicht nach da oben schießen. Und auch nicht da hinten hin. Das Geld brauchen wir. Ah. Ist doch bescheuert, Hahn. Nicht nach da hinten schießen. Einmal hier lang. Ah, schon 37.000. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. In manchen Leveln hast du irgendwie wahrer Jedi bei 20.000 Starts. Das ist schon krass. Und ansonsten, in letzter Zeit war es meistens so um die 40.000 bis 44.000 rum, dass man wahrer Jedi wurde. Jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt schon fast 44 und haben noch nicht mal... wir haben fast 40, so. Und noch nicht mal wirklich die Hälfte hier. Aber naja. Ah, spring doch jetzt darüber. Dieses ständige Rauschen von R2, der sich hier fortbewegt, ist schon ein bisschen nervig. Aber gut. Oh, das Geld fällt da einfach runter. Das ist dann wohl verloren. Hier gibt es einen Trecker zum Bauen. Scheinbar. Okay, alles zerstören. Das despawnt zu schnell. Das despawnt, okay. Ich will hier aber auch nicht sterben und Geld verlieren. Und dass das hier so abschüssig ist und all das Geld auch weggeht. Das ist nervig. Den bauen wir gleich. Erstmal zerstören wir hier alles jetzt. Komm schon. Ja, da kommen immerhin mehr. Die sind mit Hahns Blaster sehr schnell besiegt. Und bringen alle immerhin so ein paar hundert, wenn nicht sogar bis 1000 Stats ein. Das bringt mir nichts. Was kann man denn hier mit den Rüben machen? Werde zerstört. Das Geld einsammeln. Aber es sieht so aus, als ob die regelmäßig kommen würden. Auch wenn nicht super duper schnell. Bauen wir den mal auf, den Trecker hier. Den Traktor, wie es im Hochdeutsch eigentlich heißen müsste. Zu viele Scout-Truppler. Na, nicht auf den Wicked schießen. Der ist ein lieber netter, sturmtruppenessender Ewok. So. Ah, wartet. Vielleicht müssen wir hier. Jawoll. Au. Oh nein! Da verlieren wir Geld für. Nicht gut. Nicht gut. Wir müssen unser Geld wieder einsammeln. Und deren Geld. Drüberlaufen, so viel wie geht. Oh. Schon, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt dafür ist, damit wir hier in der Mission weiterkommen. Nochmal nicht. Nicht nochmal. Oh, man kann das hier zerstören, okay. Das bringt uns auch Geld. Komm schon, Geld und Herzen. Was noch? Vielleicht bringt das hier einen roten Stein. Einmal drüber fahren. Und hat das jetzt was? Nichts. Nichts hat uns das gebracht. Da bin ich so ein bisschen gerade verloren, wie wir hier weiterkommen. Wahrscheinlich müssen wir einfach da hinten auf diese Dinger da schießen oder so. Oder da drauf schießen. Ah, da ist das Panel, was man runterschießen muss. Wow. Wir verbringen hier Stunden. Naja. Ich vermute mal, man muss hier wieder 3 PO. Jetzt kommen sogar 5. Kommen mit der Zeit mehr? Oder ist es, weil ich jetzt eine Aufgabe erledigt habe? Keine Ahnung, aber das Geld nehme ich gerne dankend an. Nein! Nicht immer das ganze Geld hier wegschmeißen. Ich hasse das, dass es jetzt hier abschüssig ist. Das ist grauenhaft. Okay, dafür waren es jetzt nur 3. Komisch. So, wer muss jetzt dahin? Ich vermute 3 PO, deswegen... Yep. Sehr gut, da wissen wir Bescheid. An. Oh. Gucken wir mal. 3 hier lang, 3 da lang. Machen wir erstmal links. Ah, nee. Insgesamt 6. Okay. Aber ich brauche Wicked, um hier links lang zu kommen, bitte. Deswegen einmal hier rüber. Rauf hier. Okay, da müssen wir scheinbar das hier fallen lassen. Da fragt man sich, wer hängt da
das hin. Na gut, um das wahrscheinlich vor den Ewoks zu schützen. Andererseits scheint das ja so ein Tunnel zu sein, den extra nur so kleine Ewoks nutzen. Na egal. Hinterfragen wir das mal nicht zu sehr. Die Logik hier hinter Han ist einfach so mit seinem Kopf draufgestoßen und hier auch schon wieder. Kaum Wicked. Oh Gott. Ja, Wicked scheint hier nichts zu machen. Jetzt bitte. Oha. Was ist denn das für eine KI hier? Oh Gott, es bringt sowieso noch nichts. Wow. Ah, R2 und 3PO können noch nichts machen. Komm schon. Rauf hier mit euch. Das Geld aber nicht verschwenden. Oh. So, jetzt aber. Kommen wir nicht mehr. Nein. Wicked bitte. Und Wicked geht hier rüber. Und stellt sich da direkt auf einen drauf. Komm, bitte, 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 bitte. Oh, dauert das lange. Da wundert es mich dann immer wieder nicht, dass ich mich an diese Level nicht erinnern kann, wenn die so frustrierend sind. 3PO? 3PO? Jetzt auch nichts, die 3PO schafft es nicht. Oh Gott, doch. Puh, okay. Man kann nichts sehen, weil der Ast davor ist, aber gut. Aua. So, zerstören wir erstmal das hier alles. Oh, da kam aber viel. Da kam mal richtig viel Knete raus, du. Und du gehst mal hier rein. Mal gucken. Da hinten gibt es ein Minikit. Okay, warum sind wir jetzt hier? Oh, Geld. Geld, 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 Geld. Alles immer schön mitnehmen. Einmal hier. Da können wir auch nichts Neues bauen. Okay. Das alles vernichten. Bringen wir hier was raus. Sieht mir auch nicht so aus. Wo müssen wir denn lang? Da einfach jetzt. Ach, schade. Nee, das geht nur mit der Macht. Das geht nur. Und 61.000 wird immer noch nicht wahrer Jedi. Das ist echt schon. Schon krass. So, sammelt das hier alles ein. Ist da gerade irgendwer gestorben? Ach, wie cool. Hier gibt es sogar das Katapult. Das Lego-Set hatte ich mit dem Katapult. Und das konnte auch relativ gut die Steine schießen, die Lego-Steine. Da war ich schon ein bisschen erstaunt, dass das so recht gut ging. So, jetzt nehmen wir uns hier das ganze Geld. Das Herz bitte noch. Und boom. 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 Sag mal, wie viel hält denn das noch aus? Geht doch. Oh mein Gott. Nein, mach mich nicht platt. Und er macht mich platt. Ich hätte gerne das Geld alles hier. Jawohl. Den Sturmtruppler noch. Eine Backpfeife geben. Sehr gut. Ja, mach R2 platt. Das ist alles egal. Lauf hier drüber. Ah, so schön. Da kriegen wir noch viel mehr Geld. Oder was heißt mehr Geld? Aber wir kriegen es schneller ausgezahlt. Eingesammelt. Wie auch immer man das nennen will. Wer schießt hier? Ich sehe es, um ehrlich zu sein, gerade nicht. Aber egal. Nutzen wir das Ganze aus, um die Barrikade hier einzureißen. Wow, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr Katapulte und noch mehr Gegner. Und okay, jetzt schieße ich hier wild um mich her. Das soll aber auch nicht so sein. Das Problem ist, ich will jetzt auch nicht. Ja, ich muss jetzt hier auch raus. Sonst schieße ich hier alles kaputt ohne. Ohne hier ordentlich. Au. Au. Nein, nicht auf die Ewoks. Du sollst ja hier schießen, aber bitte dann auf irgendwas Vernünftiges. Und nicht auf deine Verbündeten. Sehr gut. Oh, ich muss das Herz nehmen. Oh mein Gott. Das geht auch wirklich auf mein Herz. Ich will hier das ganze Geld nicht verlieren. Schon, sehr gut. Wer schießt denn da noch? Ist denn da oben jemand? Nein. Okay, der will den da oben nicht
zwei Sturmtruppen von da oben. Frech. Aber, ich wollte gerade sagen, aber ich kann hier einfach zu denen hochspringen. Kann ich scheinbar nicht. Ich will einfach nur wahrer Jedi werden. Und so viel Geld wie möglich kriegen. Aber, wahrer Jedi ist erstmal wichtig. Komm schon. So, jetzt aber. Ja, jetzt schießt er darauf. Sehr gut. Und der andere? Was mit dem? Oh, der trifft nur den einen, aber der andere scheint auch nicht. Und jetzt machen wir wahrscheinlich das hier und kommen damit nach da oben, ne? Ja, das gibt's ja nicht. Naja, dann erstmal das Geld nehmen. Und... sehr gut. Pff, das fällt einfach um. Wartet. Nein. Oh Gott. Naja, dann muss ich gucken, was da hinten jetzt an Geld rausgekommen ist. Aber da komme ich ja auch nicht rauf. Gucken wir mal weiter. Gucken wir weiter, was passiert. Ich will hier auf jeden Fall jetzt wahrer Jedi werden, bevor wir den Bunker betreten. Weil ich weiß nicht, ob wir dann nicht hier... Oh mein Gott, das Power-Up hätte ich eher gebrauchen können. Aber naja. Besser als nix. Ja, schieß auch auf den Ewok. Sehr gut. Bau das hier schnell auf. Dass 3PO und R2 da auch raufkommen. Hier drauf schießen, dass du das alles schnell einnehmen kannst. Oh gut, so viel Geld ist es scheinbar gar nicht. So viele Stats sind es nicht. Ich vermute dann jetzt mal 90.000 wird die Grenze sein. Hier kriegen wir noch ein bisschen was. Jetzt sind wir schon 87.000. Ah, da oben kann sein, dass wir da noch was regeln müssen. Gucken wir mal. Hier noch ein bisschen Knete einsammeln. Wir sind so kurz davor, wahrer Jedi zu werden. Ah, guck mal. Dafür sind die AT-ST also da. Das ist mir irgendwie vorher komplett durchgegangen, dass das hier stehen könnte. So. Wahrer Jedi, endlich. Hier ist auch noch ein bisschen was. Bringt uns das was? Kommen wir hier durch. 90.000, um wahrer Jedi zu werden. Was ein massives Level das doch ist. Okay. Damit können wir aber auch unseren Start-Multiplikator kaufen. Ah, und jetzt weiß ich auch, wie ich hier raufkommen soll. Ja, Leia, du schaffst das. Warum stellt er sich immer darunter? Jawohl, sehr gut. Komm, bau's auf. Bau's auf. Schaffen wir die 100.000 Starts hier. Ohne Multiplikator, finde ich, wäre das was ganz Nettes für ein Level, wenn wir mal 100.000 schaffen würden. Müssen wir mal gucken. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Tausender. Damit sind wir bei fast 97.000. Jetzt haben wir die 97 fertig. Boom. Oh, ein 100er. Das ist nicht so viel. Da hätte ich schon gerne mehr. Hier gibt es noch ein bisschen 97.200. Ja, vielleicht werden die 100.000 schwierig. Das fällt auch genau hier hin. Das sind genau die Teile, die wir brauchen, damit R2 hier rauffahren kann. Genau. So. Fast 99.000. Und dann gucken wir mal. Die Tür geht auf. Ist damit das Level zu Ende? Nein! Immer noch nicht. Wow. Damit kriegen wir die 100.000, glaube ich, hin. Komm, jetzt bin ich aber auch ehrgeizig, ne? Jetzt bin ich ehrgeizig. Komm schon. Na, lass uns das erstmal einmal einsammeln. Bevor hier irgendwas noch passiert. Das einsammeln. Wir sind fast da, wir sind fast da. Überall schießen. 99. 100.000 haben wir. Wunderbar. Wunderbar. Okay, ich glaube, das reicht mir als Ausbeute für ein Level. Durchschießen, Han, das kannst du am besten. Oh, ouch. Die Offiziere hier noch besiegen. Oh mein Gott, das ist ja hier easy peasy mit dem Durchschießen. Und den 100.000 kriegen. Wie groß ist dieses Level denn noch? Ich dachte, wir wären hier dann durch, wenn wir hier drin sind. Nein. Was kann man hier noch alles machen? Wie riesig ist das hier? Na los, schieß dich weiter durch, Han.
Was kann man hier noch alles machen? Das da oben noch weg. So, bringt uns das hier was? Was auch immer das bedeutet. Aufbauen hier. Ist das ein... ein Teil-Abfangjäger. Bringt uns das einen roten Stein? Natürlich nicht. Okay. Ein bisschen mehr hier. Mal gucken. Das scheinen hier alles Sachen zu sein, wo man sich draufstellen kann. Warte, da müssen wir uns da hinten auch draufstellen. Hallo? Hallo? Einmal das noch vernichten. Da kann bestimmt nur Wicked durch. Müssen wir gleich mal gucken. Aber einmal hier draufstellen, dann haben wir das, was da rauskommt. Und dann lasst uns mal entweder R2 oder Wicked. Das sind die beiden einzigen, die klein genug sind. Ne, R2 nicht. Wicked. Wahrscheinlich muss man hier noch irgendwas anderes... Ne. Hahn, du bist der Schnellste hier mit deinem Doppelsprung. Komm mal hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Da brauchen wir 3 PO. Da ist Hahn einfach gestorben. Das mag ich jetzt auch nicht. Bin hier einfach verreckt. Einmal... nein. Hier lang. Und dann... Na. 3 PO. Du kommst bitte rauf und schaltest uns da die Schaltfläche frei. Dann muss jetzt noch jemand anderes kommen. Hahn, bitte einmal. Und hier. Oh, natürlich runterfallen. Hopp. Jawoll. Damit haben wir nur die linke Seite geschafft. Oder nur einen Teil der linken Seite. Wie riesig ist das hier bitte? Scheinbar nur einen Teil der linken Seite. Noch einen. Müssen wir dann gleich nochmal. Aber hier gibt es scheinbar auch entsprechende Helme. Mal gucken. Was wir denn da vielleicht hier drüben machen können. Der telefoniert da mit mir. Und dann haben wir da grünes Licht. Weiß ich jetzt auch nicht so ganz, was mir das bringt. Da können wir nur mit Machtfähigkeiten durch. Ey, sag mal, ich habe einen Sturmtruppenhelm auf. Ich bin einer von euch. Hier auf jeden Fall Geld einsammeln. Geld. Wir brauchen noch so vieles Geld. So, R2 können wir hier einsetzen. Und all das hier vernichten. Sehr gut. Alles Geld mitnehmen. Jetzt sind wir schon bei 110.000. 111. Schnapszahl. Kannst du dich jetzt mal da drauf... wo sind wir hier? Meine Güte. Was? Wie riesig ist dieser Level? Bringt mir das jetzt hier irgendwas? Okay, wahrscheinlich erstmal mit R2 hier einmal gucken. Das anmachen. Dann kommt man hier mit rauf. Bringt das jetzt was? Einmal kurz hier. Aha. Dann nochmal mit Hahn einmal rauf, bitte. Einmal gucken, hier rüber springen. Oh mein Gott, da muss 3 PO hin. Oh mein Gott! Und das Geld nehmen. So, 3 PO, wo bist du? Komm schon. Und einmal hier. Boop. Damit ist das Grüne, jetzt fehlt nur noch das Gelbe. Und dann müssen wir wahrscheinlich noch mehr machen. Okay, hier unten hatten wir jetzt irgendwas zum Bauen. Da kann Wicked durch.
Ah, und da ist dann auch das Gelbe. Gut. Ein Tausender noch, sind wir bei 116. Wie lange? Ich nehme jetzt schon seit über 30 Minuten auf. Unglaublich. Ah, und da hinten wäre sogar ein Dingsbums. Ist ja ganz fair, dass ihr hier die ganze Zeit auf mich wartet. Ein Minikit. Endlich. Mein Gott. Hat das lang gedauert. So, Hahn, ich hätte dich gerne wieder. Du bist der Schnellste, wie gesagt, hier. Und damit haben wir immer noch nicht gewonnen. Immer noch nicht das Ende erreicht. Ich war zu gierig. Ich wollte dem Tausender hinterher. Oh. Sind hier noch mehr? Da sind noch mehr. Oh, da kann man Geld von kriegen. Nice. Sehr, sehr nice. Und zwei müssen wir noch aufbauen. Komm schon. Das schaffst du. Den Detonator und den Detonator. Und damit ist das Level zu Ende. Huiuiuiui. Oh, mein Arm. Mein Arm zu versteift an einem Ort gehalten die ganze Zeit. Oh, der tut jetzt richtig weh. 30 Minuten auf meinen Stuhl verkrampft abgestützt. Aber egal. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Han Solo auf Endor freigeschaltet, wahrscheinlich auch Leia und Rocket. Und jetzt haben wir 1,282 Millionen Stunts. Das ist sehr gut. Das bedeutet, wir gehen jetzt mal zum Mos Eisley Cantina. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt unseren Mal 2 Bonus starten können, kaufen können und dann auch nutzen können. Aber es ist natürlich auch verständlich, dass dieses Level so lange ist, weil ich glaube, die nächsten beiden Level sind recht kurz. Mit dem Kampf Luke und Vader und der Raumschlacht. Ist es verständlich. Oh, und wir haben genau 40%. Interessant. Extras. Ich hätte gerne. Was ist das denn hier? Superknaller. Was auch immer das ist. Doppelte Punktzahl. Jawoll. Jawoll. Anmachen. Anmachen. Hallo. Extras. Und dann. Superlichtschwerter. Nein. Doppelte Punktzahl. Ein. Fortsetzen. Haben wir irgendwo einen Jedi da hinten? Ist ein Jedi. Qui-Gon Jinn, bitte. So, jeder Zehner hier sollte uns 10 bringen. Aber ihr seht, es bringt 20. Und der 100er bringt uns direkt 200. Ah, wir kriegen doppelt so viele Starts. Es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön. Endlich, wir können richtig reich werden. Wir können jetzt richtig reich werden. Naja, gut. Das mal 4er wird dann wahrscheinlich irgendwie 5 Millionen oder so kosten. Und das letzte kostet wahrscheinlich irgendwie 10 Millionen oder so. Aber es ist egal. Es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang, der uns sehr, sehr viele Stunts bringen sollte. Aber ich würde sagen, ein Anfang ist auch ein Ende. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn es das hat, oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt geht die große Kantinenschlacht los. Oder auch nicht. Damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.